Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Assassin's Creed. In der letzten Folge haben wir den Garnier erfolgreich erwischt. Und wir sind auf dem Weg zurück zum Büro, zum Rafik, um Bericht zu erstatten von unserem erfolgreichen Attentat. Und versuchen hier nicht mehr gesehen zu werden, denn dann müssen wir wieder fliehen. Wir sind gerade nämlich noch anonym bzw. inkognito unterwegs. Und nur dann ist ja auch das Büro offen. Das heißt, nur dann können wir auch wirklich ins wieder rein. Aber wir sind schon da. Das heißt, alles gut. Nur noch hier runter. Und Bericht erstatten. So. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qualen. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuellen Gedächtnisabschnitten. Attentat beendet, das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Alles klar. Das heißt, wir gehen zurück nach Massiaf. Erinnerung bis Massiaf vorspulen. Ja, natürlich. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht reisen. Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen. Ja, so ist es meistens. Gut. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der Nächste gefallen ist. Okay, den Asynchronisation hinzugewonnen. Was haben wir denn bekommen? Neue Waffe, Wurfmesser. Neue Fähigkeit, Rempeln. Okay. Wie wäre es mit Fähigkeit, vom Dach springen, jemanden töten? Das wäre auch nett. Auf jeden Fall haben wir jetzt Wurfmesser. Das ist, kann uns auch schon helfen. Um aus der Entfernung jemanden auszuschalten. Okay. Das heißt, wir gehen zurück in den Hof. Und können anscheinend dort trainieren. Beziehungsweise müssen wahrscheinlich wieder irgendwem zeigen, wie man kämpft. Oder? Nee, doch nicht. Müssen wir diesmal gar nicht. Können trotzdem mal gucken, ob es irgendwie was Neues gäbe. Weil manche Sachen habe ich ja dann doch wieder vergessen. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nur mal kurz schauen. Also. Messer werfen. Warum nicht? Dann weiß ich wenigstens, wie es geht und muss nicht rumprobieren. So. Steuerkreuz links, um Wurfmesser auszuwählen. Jawohl. Kampfmodus aktivieren. Okay. Das heißt,
Ah, okay, so können wir die Messer dann werfen. Ich verstehe. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Okay, das ist ja nicht so schwer. Dann haben wir das zumindest auch. Gut. Dann können wir das Tutorial verlassen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Und machen uns dann auf den Weg nach Jerusalem, würde ich sagen. So. Müssen wir wieder hier vom Hügel hinuntersprinten. So. Und hier lang. Und dann schnappen wir uns wahrscheinlich unten wieder eins von den Pferden. Und gehen auf unsere nächste Reise. In die dritte Stadt. Er sollte hier nicht so, springen. Da sind Tauben, hier können wir springen. Yippie! Kleine Abkürzung. So ein komischer Kauz. Dann sind wir schon beinahe beim Ausgang der Stadt. So. Warum die Wachen hier uns teilweise, wir haben ja immer dieses gelbe Auge uns auch im Blick haben. Eigentlich müssten die Wachen hier uns sehr freundlich gegenüber gesonnen sein. Die wissen ja, dass die Assassinenstadt ist. So, schön aufs Pferdchen und ja, auf geht's. So. Dann werde ich wahrscheinlich die Reise, weil es ja auch jetzt die erste Reise nach Jerusalem ist, noch drin lassen. Nicht rausschneiden, je nachdem. Eventuell mal die anderen Aussichtspunkte im Reisegebiet alle mal offscreen machen, so wie ich das schon mal jetzt in Akkon gemacht hatte. Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegungen. Das werden wir aber alles sehen. So. Ja. Und wo will er hin? Also. So, tja, wo will er hin? Wo will er hin? Wir haben auf jeden Fall noch 1600 Meter oder so. Oder Entfernungseinheiten. Ja, ich denke mal, es werden Meter sein. Reiten. Auf jeden Fall müssen wir uns links halten. Naja, sind die Wachen gleich wieder hinter uns her. Ich sehe das schon. So, warum das hier immer beim Reiten ab und zu immer so ein bisschen das Bild immer so wackelt, keine Ahnung. Sehr absurd. Oh, upsa, Entschuldigung. Ich habe einen umgeritten. Ich hoffe, er lebt noch. Wäre blöd, wenn nicht. So. Ich versuche jetzt tatsächlich mal ohne Karte den Weg direkt zu finden. Ob das klappt? Ich weiß nicht, aber hier waren wir ja sogar schon mal. Hier sind wir schon auf dem ersten Weg, als wir nach Damaskus geritten sind, vorbeigekommen. Glaube ich. So. Okay, das war zu nah. Die haben auf jeden Fall keinen Bock auf uns. So, jetzt muss ich mal gucken. Nach links oder nach rechts? Jetzt muss ich doch noch auf die Karte gucken. Das ist Damaskus. Jerusalem. Also, wir können nach links und dann nach rechts, verstehe. Also, halten wir uns mal dort, auf dem Weg. Und dann, da steht's auch, Jerusalem, alles klar. Gut, dann hier lang. Und das Bild wackelt jetzt irgendwie noch stärker, habe ich das Gefühl. Hm. Naja. So, hier ist, glaube ich, ein Aussichtspunkt, wo wir noch nicht waren, ne? Ja, okay. Das heißt, wir steigen hier mal ab. Dann klettern wir doch direkt mal hier hoch und schauen uns mal die Umgebung an. Beziehungsweise holen uns das Stück Erinnerung zurück, dadurch, dass wir diesen Aussichtsturm synchronisieren mit dem Animus. So. Ah, wir sind in der Nähe von Wasser. Sieht nach einem Bergsee aus. So, 7 von 12 Aussichtspunkte haben wir hier schon. So,
können direkt mal warten, bis wir wieder unentdeckt sind. So. Unser Pferd kommt uns automatisch schon hinterher. Das heißt, wir können hier weiter. Wir haben noch einen Aussichtsturm, Aussichtspunkt auf dem Weg nach Jerusalem, den wir noch erklimmen können. Na, so. Haltet ihn! Jetzt haben die uns schon wieder. Egal, die kommen eh nicht hinterher. Solange die keine Pferde haben, kommen die uns eh nicht hinterher. Haltet ihn! Es hört nicht auf. Und noch mehr. Zack, die haben uns auch wieder. Dann hier runter. Und hier. Oh, oh, oh. Oh, hier komme ich mit dem Pferd anscheinend nicht runter. Hier lang. Jetzt haben die uns natürlich eingeholt dadurch. Hier sind eh neue Wachen, also auch egal. So. Ah, hier ist der Aussichtsturm. Okay, dann steigen wir mal ab. Klettern hier schnell hoch, bevor die uns finden und sehen, weil sonst werfen die uns wieder mit Steinen ab oder so und dann können wir nochmal hochklettern. Ist auch doof. So, anscheinend sehen sie uns aber nicht mehr. Doch. Genau in dem Moment, wo man es sagt, natürlich. Ja, okay. Keine Steine, aber Pfeile macht es nicht besser. So, hier klettern wir mal hier hoch. Jetzt müssen die nämlich um den Turm rumlaufen, um es wieder zu sehen. Bis dahin sind wir nämlich oben. So. Einmal synchronisieren, dann schnell runterspringen und dann sollten die uns wieder aus den Augen verlieren. Theorie. In der Theorie. So. Nein! Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere. Die haben uns tatsächlich erwischt. Die haben uns tatsächlich erwischt. Egal, wir starten natürlich direkt wieder oben, weil wir glücklicherweise durch Synchronisieren quasi einen Quicksave gemacht haben. Das ist der Vorteil daran. Von daher ist es nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt ein anderes Pferd und schon wieder neue Wachen hinter uns. Moment, wo geht's lang? Oh, wir müssen hier rechts rum. Nee, Moment mal. Doch, wir müssen nach Osten. Da oben ist eine Flagge. Die lasse ich jetzt mal Flagge sein. Denn die Soldaten sind hinter uns. So, das scheint der richtige Weg zu sein. Wenn diese Torbögen irgendwo auftauchen, das ist eigentlich gleichbedeutend mit, hier geht's zur nächsten Stadt oder zum nächsten Gebiet. So, Jerusalem nach links stand auf dem Stein. Oh, da ist eine größere Truppe. Ich halte mich mal aus der Reichweite von denen. Das Bild wackelt und wackelt. Oh, den habe ich leider umgerannt. Beziehungsweise umgeritten. Könntet ihr bitte mir wirklich nur... So. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. Hey, könntet ihr das bitte unterlassen? Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. So. Bitte seid in Zukunft vorsichtiger. Ja, ja. Hier sind aber auch viel zu viele Menschen unterwegs dafür, dass ich hier mit dem Pferd durch möchte. Da liegt Jerusalem. Könntet ihr bitte mehr Vorsicht walten lassen? Ich bin nicht verletzt. Aber ich hatte Glück, jede Kleinigkeit tötet. Oh. So, ein schöner Blick auf Jerusalem. So, wir reiten mal in Richtung Tor. Ich bezweifle, dass wir da so direkt reinkommen wie in den anderen Städten. Da stehen nämlich schon vier Wachen vor direkt. So, wir parken mal unser Pferd.
Da oben wird schon ein Bürger rumgeschubst, weil hier kommen wir nicht durch. Ich könnte das ja mal demonstrieren, wenn wir das versuchen. Hey, euch kenne ich. Hey, Stürzen. Ne? Kommen wir nicht in die Stadt. Das heißt, wir müssen da hinten dem Bürger helfen, damit wir... Blasphemie. Hört auf, bitte. Damit uns geholfen wird. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Ich finde das lustig, wie manchmal diese Szenen immer so zufälligerweise von irgendwas verdeckt werden. So quasi geschickt zensiert. Aua. Hallo? Warum kann ich denn nicht kontern? Ey! Dann greife ich halt an. Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich gehört. Boah, was ist denn mit dem? Warum ist denn der so stark? So, jetzt zack. Und... Ah, okay. Jetzt hat er. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Das sind wahrlich dunkle Tage. So, einer von 12 Bürger im Nobelviertel, den von Jerusalem gerettet. Gut, da unten laufen schon die Gelehrten. Den laufen wir mal schnell hinterher. So. Ihr habt mich ordentlich erschreckt. Oh, unser Pferd. Steht jetzt da mitten im Weg rum, weil es natürlich wieder zu uns wollte. Na gut, egal. Wir schleichen mal hier durch das Tor. Und dann müssen wir da oben drauf auf die Kirche. Und dann werden wir wahrscheinlich wissen, wo das Büro des Rafik von Jerusalem liegt. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Okay, da quatscht noch einer. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Wie kommen wir denn da hoch? Über das Fenster hier? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt. Wenn da schon so ein Gitter dran ist. Gibt euch sein Wort. Wofür ist es sonst, wenn man da nicht dran hochklettern kann? So. Dann sind wir auf dem Dach. Okay, jetzt müssen wir nur noch auf den Glockenturm. Ah, es geht besser als gedacht. So, dann sind wir nämlich schon oben. Guten Tag, Jerusalem. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Talal versteht euren Schmerz. Was euch fehlt. So. Verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Nein, nein, geht nicht. Ich habe kein Geld für dich. Wir sind auf dem Weg zum Büro. Hier ist der nächste Aussichtsturm. Den können wir noch schnell mitnehmen. Wenn wir schon auf dem Weg hier sind, wie gesagt, alles, was auf dem Weg liegt, nehme ich mal immer direkt so mit. Und, wehe, du greifst mich jetzt an. Gut, besser ist es für dich. Es ist ja auch irgendwie Teil des Spiels, dieses ständige Hoch- und Runterklettern. Ich möchte euch ja auch irgendwie an der Erfahrung so ein bisschen teilhaben, auch wenn es nicht immer das Spannendste ist auf Dauer. Aber, ja, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen, wenn man ein Let's Play macht, was bringt's, wenn ich die Hälfte irgendwie rausschneide und so. Deswegen, wenn ihr so ein paar Klettereinheiten mitbekommt, ich mach schon nur ein paar, aber es zählt halt mit zu der Erfahrung dieses Spiels, wenn man dieses Spiel spielt. Von daher, so ein bisschen gehört es halt dazu. Genau wie diese Bürgerretten-Mission, wie diese hier. So, den mit dem Helm schon mal ausgeschaltet. Der war nämlich vorhin der Stärkste bei der anderen Truppe. Ja.
Oh, jetzt habe ich die Bürgerin da aus Versehen getroffen. Das ist natürlich nicht gut. So, der Soldat ist schon mal weg. Na, greifst du auch an? So, okay. Gut. Wo ist der Bürger? Die Bürgerin? Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Oh, was ist das? So, okay. Ich weiß, dass du hier bist. Da haben wir wieder ein paar Partisanen, nämlich. Hilfe! So, die Wache haben wir direkt mal erledigt, bevor die weiter Alarm schlägt. Die kennt uns noch nicht, die Wache. Das heißt, die läuft an uns vorbei. Das ist gut. Dann sind wir weiter auf dem Weg zum Büro. Da sind wir nämlich schon. So. Er hat die Kraft gefunden. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden, bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten, vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab-Arihah-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Der ist ja freundlich. Netter Kerl. Alles klar. Gut. Das heißt, wir beginnen mit mit der Informationsbeschaffung und vorher werde ich aber wieder die ganzen Aussichtstürme erklimmen, die Bürgermissionen machen. Das mache ich offscreen und in der nächsten Folge starten wir dann direkt mit den mit der Beschaffung von Informationen. Und ja, ich hoffe, dann seid ihr wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht habt, abonniert mich bitte. Dann könnt ihr mich ein bisschen unterstützen und ihr verpasst auch nicht, wann die nächste Folge erscheint. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.